Deek? Ah, Deek ist so froh, Sie zu sehen. Deek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Wirklich? Deek hat sowas schon mal gesehen. Deek nennt es einen Schnappsack. Jo. Fantastische Tierwesen. Ist es wie der Koffer? Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ja. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Ja. Denselben Gedanken hatte Deek auch. Ja. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Noch mehr Platz? Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen, oder Sie wenden sich später an Deek, wenn Sie bereit sind. Machen wir jetzt. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deek liebt Ausflüge. Oh, das ist so süß. Ich finde es immer noch so knuddelig, wie so Hauselfen über sich selbst in der dritten Person reden. So niedlich. Oh je. Ein schlimmer Wilderer. Deek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Knuddelmuff. Ein weibliches Knuddelmuff. Wir sind da. Ja. Deek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Okay. Ah, alles klar. Gut, wir nehmen den Platz dafür. Oh mein Gott, sind die süß. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ah. Cool. Sie haben einen. Ja! Wir nehmen noch mehr mit. Je mehr Knuddelmuffs sicher sind, desto... Okay. Ich stell dich nicht so an. Komm schon. Jetzt ist alles gut. Ich pass auf dich auf. Ja, aber sowas von. Du wirst zu Tode geknuddelt. Ich schwör's dir. Ich finde es flauschig. Flauschi, flauschi. Da ist ja noch eins. Deek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ich bin gerade mehr stolz auf meine Tierchen. Was willst du mit den scheiß Tränken? Ich tue dir ja nichts. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Uiuiui. Deek hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Okay, das schnackert nicht, dass wir nicht mehr im Raum der Wünsche sind. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Ja, finde ich auch. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneul vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Deek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen.
Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Ich bin sowas von bereit. Wir müssen Tierchen retten. Ey, nimm mich mit. So, sind die jetzt in meinem Inventar oder so? Tata, oh mein Gott. 6 Stück? Oh Gott. Verkaufswert? Nee. Das ist ja pink. Mein Gott, wie süß. Okay. 4 Weibchen und 2 Männchen. Die nächsten. Die Tiere müssen gerettet werden. Gelenkt. Ups, sorry. Hallo. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobba-Knolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Livioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Ah. Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Livioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Livioso. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Dicks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Dick. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und mehr will Dick nicht sagen. Oh. Aber Dick ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Alles klar. Livioso. Dann hätte ich mal einen Job erneut. Viel Glück. Dick wird hier warten. Ja, bestimmt. So, warte mal. Livioso. Kling. Revelio. Oh, sind die schön bunt. Revelio. Ah, die sind etwas schwerer. Alles klar, verstehe. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. Ich würde aber noch mehr. Habe ich jetzt vielleicht ich würde wenigstens gerne ein Männlein und ein Weiblein haben wollen. Tja, Satz mit X, das war wohl nix. 2 Weiber. Weiter. Ich möchte gerne ein Pärchen haben. Levioso. Jetzt ist alles gut. Schade, dass man da halt eben das Geschlecht nicht direkt sieht. Mann. Ha! Perfekt. Alles klar. Jetzt bin ich zufrieden. Tschu-tschu. Ich habe einen Jobba-Knoll. Die hofft, dass ihr Jobba-Knoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn
und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Ui, es geht weiter. Tschüss. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Alles klar. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Diecks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Diek hat es am besten getroffen, da Diek nach Hogwarts kam. Dieks Freunde hatten nicht so viel Glück. Oh. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Ob wir eine Methode kennen? Aber selbstverständlich doch. Also die, ich pass auf dich auf. Also die rennen auch weg. Grund zur Aufregung. Ich tue dir Leviose. Dann halt so. Ups, sorry. Das glaubt Professor. Sehr schön. Oh, der sieht ja schick aus. Das Mäuschen. Wenn du schon da rumstehst, kommst du auch noch mit. So. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Im Raum? Wo sollen wir die, Laufen sie dann da bei mir im Raum rum oder was ist los? Meine Tische sind weg. Da sind sie ja. Hier. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Hm. An was genau hatten Sie gedacht?
Janu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Oh mein Gott! Das ist wie der Koffer. Wow. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Dieg? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Ja. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja. Glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ja. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dieg auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dieg ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Oh. Ach ja. Also das hier... Das ist ein Slot nur für Tierwesen zum Füttern, Bürsten und Einfangen. Ups, da waren wir noch eben. Dieg findet, dass sie gute Arbeit leisten. Wo sind die knuddelig? Achso. Ah, alles klar. Verstehe. Gut. Das heißt, wenn man sie füttert und bürstet, geht es dann schneller? I don't know. Oh, sind die niedlich. Nee, das geht nicht schneller. So. Cool. Hab alles. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dieg. Dieg kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Dieg glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Oh, schön. Ja! Warte mal, kann ich da nicht einfach...
Kann ich die anderen nicht dann auch noch freilassen? Ach stopp, Moment, mit H geht das schneller, ne? Ja. Ah, verstehe. Ah, die Plätze sind begrenzt. Okay. Okay. Alles klar. Ich finde den ja irgendwie schicker. Das Weibchen. Ich meine, die ist auch ganz niedlich, die andere, aber ja. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ah, wir haben nur begrenzten Platz. Okay. Verstehe. Ach doch, mein Zeug ist noch, doch noch da. Unsichtbarkeitstrank hast du gemacht. Ich muss unbedingt umräumen hier. Ach, Quatsch. Gut. Ach so, der Webstuhl. Ja, okay. Das machen wir hier drüben. Es ist effektiv zu wenig Platz hier für den ganzen Kram. Verzauberter Webstuhl. Geh weg. Okay. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive und der Defensive. Bla 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 bla. Okay. Okay, verstehe. Ah, verstehe, alles klar. Eine Eigenschaft. Also Eigenschaften betrachten. Eigenschaften Platzstufe 3. Das heißt, wir können auch. Ah, Kniesel. Knieselfell. Ah, okay. Petrificus Totalus. Kann ich den überhaupt schon? Wir machen jetzt einfach mal irgendwas, damit ich hier weiterkomme. Schön. Das sollte ich dir zeigen. Das gucke ich mir dann mal außerhalb der Aufnahme genauer an. Hallo. Ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten.
Aber jetzt rät Diek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Diek nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Diek weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Alles klar. Danke für deine Hilfe, Diek. Sehr cool. So, wir haben noch ein nicht identifiziertes Kleidungsstück. Professionelle Schuluniform mit Blazer. So, so. Und was kann das? Ach, das sieht komisch aus. Na gut, man könnte es ja anders aussehen lassen, ne? Ach, Moment mal, was haben wir denn hier? Ist nur eine andere Farbe. Ah ja. Abgedreht. Das passt besser zu dem Ravenclaw-Blau. So, Dalla. Dann würde ich tatsächlich sagen. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre verbrauchten Tränke sein. Ja. Ich muss hier umräumen. Ich glaube, ich muss das alles mal ein bisschen auseinanderzuppeln. Ich könnte vielleicht die Tränke hier nach hinten packen, dann habe ich da. Dann kommt das nicht so ins Gehege. Wortspiel. Mit den anderen Tischen. Naja, aber das mache ich nicht jetzt. Wir gucken jetzt erst nochmal hier rein. Hui! Hallo, Knuddelchen! Ach, da bist du. Ah, man sieht es jetzt auch. Wenn das da. Hallo. Das ist noch grün. Ah, jetzt verstehe ich es. Alles klar. Verstehe, verstehe. Oh, wait. Ja, du kennst du durch und du bist noch grün. Ah, verstehe. Gut, also wenn die Symbole oben grün sind, dann ist alles fein. Ups, sorry. Oh. Schlaf schön, Kleines. Oh, ich finde das toll. Oh, sorry, habe ich dich jetzt geweckt? Oh, du willst noch gebürstet werden? Alles klar. Gut, hab verstanden, wie es läuft.
Sehr nice. Wir haben unser eigenes kleines, in Anführungsstrichen, kleines Tiergehege. Hey. So, eine Sache möchte ich nochmal gerade ausprobieren. Ich hatte eben nochmal, war ich schon mal flott unterwegs. Ich habe zwei Hippogreife. Hippogreife. Wunderschön. Habe ich gefangen. Mir hat es nur leider bei der Aufnahme den Ton zerschossen. Das soll aber nicht weiter schlimm sein. Und wir marschieren jetzt noch flott in das Geschäft nach Hogsmeade. Verkaufen in Anführungsstrichen. Die anderen, wo ich sage jetzt mal, zu viele gefangen habe, einfach freilassen will ich sie natürlich nicht. Das ist zwar kein Real Life hier, aber egal, was soll's. Und dann schauen wir mal, was es dann sonst noch so gibt, weil in dem Geschäft war ich tatsächlich noch gar nicht. Mal schauen, was die hier so Feines hat. Hallo. Hallo. Bewegen Sie sich nicht so schnell. Wenn man sich an einer Derecall-Feder sticht, tut das weh. Oh mein Gott, bist du cute. Darf ich dich auch füttern? Okay. Okay, das ist also nicht gezähmt. Nice to know. Warum steht das Symbol zweimal da? Ich glaube nicht, dass es gewollt ist, oder? Oh. Niedlich. Oh, warte mal, da ist doch noch was. Nimmt uns nichts mehr? Gut. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxaner-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Ottery St. Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derecall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derecalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Viecher? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast, verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Das stimmt. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. So. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Oha. Einhornhaar. Krötenwarzen. Haar eines Testrals. Knuddelmuffhaar habe ich selber. Jobberknoll habe ich auch. Kniesel muss ich mir noch besorgen. Mondkalb haben wir auch. Niffler. Sind das nicht diese kleinen kleptomanischen Viecher? Genau, die von Gott besessenen Niffler. So. Ihr bleibt schön hier. Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Hallo. Gut.
Also wirklich nur Nebenprodukte, sag ich mal. Krabhorn. Was ist denn ein Krab? Krab. Bäh. Auf jeden Fall sehr wertvoll, wie man sieht. Huiuiui. Okay, alles klar. Sie können gerne wiederkommen. Sie jo. Sind jederzeit willkommen. Machen wir beim nächsten Mal. Jetzt will ich aber nochmal flott in den Raum der Wünsche zurück. Ich würde gerne die Hippogreife freilassen. Und es ist tatsächlich, also es waren an dem Standort zwei Stück und es waren ein Männlein und ein Weiblein. Also sehr passend. Ich habe was ganz Schönes mitgebracht. Oh, ich hau sie euch an. Oh, ich mag sie. Ups. Nicht rumzicken. Ist alles easy. Ups. Das ist super, das gefällt mir. Achso, warte mal. Ah, perfekt. Da hat man hier auch wirklich eine Übersicht, wie weit sie sind. Oh, schön. Ah. Nice. So. Ich glaube, die Episode wird etwas länger. Aber es hat sich gelohnt. Yay!